Ich bin Künstler aus Berlin und scheinbar ab jetzt professioneller Geburtstagskartenmaler, weswegen ich heute eine Geburtstagskarte für meinen Vater mache. Für meine Großeltern mache ich eher so klassische Kartenmotive wie Landschaften und Grünzeugs, aber ich dachte mir, für meinen Vater kann ich mal irgendwas Cooles machen. Ich schaffe es irgendwie jedes Mal wieder zu vergessen, wie wenig mir eigentlich Aquarell liegt und dass es immer voll der Krampf für mich ist, da irgendwas vernünftig hinzukriegen. Weil mein Vater Star Wars Fan ist und ich dachte, das wäre cooler, als einfach nur einen Sonnenuntergang zu machen, dachte ich mir, ich male ihm so eine Star Wars Karte. Und weil bei so einer lebensbejahenden Geburtstagskarte natürlich auch ein Todesstern nicht fehlen darf, habe ich den oben noch mit reingesetzt. Weil ich bei der letzten Karte einen von euch auf den Deckel bekomme, weil ich nicht gezeigt habe, wie ich die Ränder abgezogen habe, zeige ich euch jetzt, wie ich hier die Ränder abziehe. Da rutscht mir auch bei jedem Streifen erneut das Herz in die Hose, weil ich einfach Angst habe, dass ich das Ding zerreiße und nochmal von vorne anfangen muss. Bei meinen Aquarell-Skills ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben, aber immerhin bist du eine glatte 10 von 10.